Leute, Battlefield 2042 habe ich abgesehen vom Capture-Event vor ein paar Wochen das letzte Mal im Dezember gespielt. Das war vor 7 Monaten, einfach vor 7 Monaten und es hat auch seine Gründe gehabt. Ich denke, der Großteil von euch kennt diese Gründe und kann diese Gründe auch sehr gut nachvollziehen. In dem Zeitraum wurde bekannt gegeben, dass neuer Content für Battlefield 2042 verschoben wird. Und auch nicht nur ein bisschen verschoben wird, sondern richtig weit nach hinten verschoben wird. Und das kann halt alles heißen. Das Spiel hatte von sich aus, von Release aus schon vergleichsweise sehr, sehr wenig Content, was so gesehen nicht schlimm ist, wenn neuer Content kommt und relativ schnell und regelmäßig neuer Content kommt, aber ja, das ist ja nicht der Fall gewesen und ist auch immer noch nicht der Fall. So ein Live-Service, Season Pass, Battle Pass Modell kann funktionieren, aber nicht so, wie es jetzt hier umgesetzt wurde, beziehungsweise immer noch umgesetzt wird. Es ist halt einfach nicht so, wie wir es von früher gewohnt sind, von Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield Hardline, Battlefield 1, wo alle 3 Monate neues dickes DLC kam mit 4 neuen Karten, 10 neuen Waffen, neuen Fahrzeugen, neuen Gadgets und so weiter. Das ist einfach nicht miteinander zu vergleichen, was wir früher hatten und was wir jetzt haben. Und versteht mich nicht falsch, Battlefield 2042 hat mir grundsätzlich auch viel Spaß gemacht. Auch die Videos, die ich dazu gemacht habe, haben übertrieben viel Spaß gemacht. Neues Battlefield, alles ausprobieren. Die Fahrzeuge haben gebockt, das Gunplay, das Movement, die ganzen neuen Waffen ausprobieren, alles erkunden. Dazu Videos zu machen, mit den Jungs spielen, das macht Bock. Allerdings, wenn das Spiel so katastrophal released, überall wo man hinguckt, von oben bis unten komplett durchgehatet wird und neuer Content erst nach fast einem Jahr kommt, dann schwindet die Motivation so ein bisschen. Ich werde das jetzt aber nutzen, dass ich das Spiel 7 Monate nicht gespielt habe, nicht mal gestartet habe. Ich habe mir nicht mal irgendwas dazu angeguckt und will sehen, wie Battlefield 2042 jetzt wirklich ist. Ich musste eben schon, das kann ich dazu sagen, ich musste eben schon, als ich das Spiel gestartet habe, alle meine Einstellungen komplett neu machen und das war ein super willkommen. Geschenk. Funktioniert schon mal gut. Ich habe drauf geklickt. Ich kann das jetzt spielen. Ich sage auch dazu, ich spiele jetzt hier gerade nicht irgendwie um 6 Uhr morgens oder so, sondern ich spiele gerade zu Primetime. Es ist Wochenende, es ist Samstagabend. Jetzt ist so die Zeit, wo eigentlich alle spielen sollten. Okay, aufgepasst, aufgepasst. Ich spiele auf jeden Fall die neue hier. Okay. Es haben sich, wie gesagt, alle Einstellungen zurückgesetzt. Ich muss kurz, weil sonst komme ich hier nicht voran. Es ist alles anders irgendwie. Okay, da ist einer, da ist einer. Das wird der erste Kill im Video. Aufgepasst. Haltet euch fest. Haltet euch fest. Oh. Erster Kill. Ich werde auch noch ein umfangreiches Video zu Battlefield 2042 machen. Das schulde ich mir, das schulde ich euch, das schulde ich dem Spiel. Das schulde ich auch meiner Vergangenheit mit dieser Spielreihe hier. Die Karte kenne ich ja schon aus dem Capture-Event. Ah, da ist ein Heli. Boah. Kranke Drehung, kranke... Ah, huh. Oh Gott, geil. Also, das macht Spaß. Oh, 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 oh. Zack. Er ist einfach nicht tot. Warte mal. Infanterie. Ich guck kurz, ob das Ding hier One-Shots aus... One-Shots macht. Es macht One-Shots. Perfekt. Boah. Mein Mann hat hier auch seine Battlefield-Momente. Es ist geil. Einfach, dass ich mir sie hier nehmen kann, hier runterspringen kann, das Ding auslösen kann, hier fliegen kann. Jetzt eventuell einen Sniper dabei hätte, den lösen kann. Hier einen wegsnipen, wieder in Wingsuit gehen. Sniper nachladen, wieder loslassen. Hier wieder einen wegsnipen. Das sind so diese Battlefield-Momente, die es früher zuhauf gab. Klar gab es da keinen Wingsuit. Warum bin ich so langsam? Hä? Klar gab es da keinen Wingsuit, aber sowas konnte man machen. Und Battlefield stand immer dafür, dass man alles machen kann, was man machen möchte. Ne? Ja, ich werde vom Fallschirm abgeballert. Und ich werde wiederbelebt. Dieses alles machen können, was man möchte und sich nicht eingegrenzt fühlen in den Dingen, die man machen kann, das war immer so ein großes Battlefield-Gefühl. Und das kam jetzt endlich wieder mit 2042 hier zurück. Den abknallen. Den abknallen. Oh, der wirft dann eine Granate hoch. Einen auf dem Fallschirm. Und doch safe noch welche. Den abknallen. Und von da oben werden Raketen geschossen. Den abknallen. Okay. Ja, das ist halt geil, ne? Oh, ich bin hier drüben. Okay. Versteck mich hier, vielleicht kommen da noch mehr. Ich kann hier einfach campen. Geil. Guck mal vorsichtig raus. Den nehme ich noch mit und dann gehe ich hier wieder runter. Versteck mich hier. Was ist das denn? Ich sitze hier einfach nur. Oh, was ist ein Mate? Er kam hier richtig runtergerollt. Da kommt noch einer. Ja, 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 ja. Ich lauf mal hier rüber. Oh, da sind richtig viele. Warum sind denn da so viele? Aber ich habe hier noch meine Granaten. Zack, Granatenlieferung. Den nehme ich noch mit. Gehe ich hier runter? Oh Gott, ich hätte hier nicht runtergehen sollen. Oh mein Gott. Zack, um die Ecke. Ich mache jetzt hier so einen Move. Ich weiß nicht, wo ich bin. Okay, kranker Move von mir. Das wollte ich eigentlich nicht.
Okay, ich laufe jetzt hier hoch. Ich laufe hier hoch. Ich laufe hier hoch. Nehme mich mit. Kurz nachladen. Den nehme ich mit. Okay, das sind richtig viele da. Den will ich abknallen. Abgeknallt. Okay, das ist jetzt hier ganz doof. Okay. Langsam, langsam, langsam. Okay, machen wir es so. Granate da oben gegen. Und noch eine oben gegen. Den nehme ich noch mit. Okay, okay, okay. Okay. Sind da oben. Hier mal nochmal reingucken. Perfekt. Sind wir nicht davon? Was ist das hier? Keine Ahnung. Oh nein. Da ist noch einer. Oh, Runde vorbei. Schade. So, die Runde ist vorbei. Was passiert jetzt? Geil, geil. Warum bekomme ich die? Warum bekomme ich diese ganze Belohnung? Aha. Okay, okay, okay. Okay, mal sehen, ob sich hier irgendwas geändert hat, wenn ich jetzt hier einfach mal in eine alte Karte reingucke. Also hier sieht es ganz gut aus, aber ich glaube, hier war das schon immer so. Oh, no. Okay. Ich nehme mal hier kurz das Auto. Mal sehen. Hier ist irgendwas. Nehme ich. Er saß hier im Busch. Ich glaube nicht, dass hier noch mehr sitzt. Aber ich kann hier kurz... Ja, okay. Oh ja, da steht was rum. Da stehen ein paar neue Sachen rum. Zack. Oh, lässig. Ja, dieser halbe Bus und das Ding da waren früher noch nicht. Das Auto ist, glaube ich, auch neu. Ich glaube, die Kiste ist auch neu. Und das Ding ist auch neu. Ja, immerhin etwas. Jetzt ist es hier nicht mehr ganz so offen. Jetzt ist es hier einfach nicht... Hier ist es auch echt nicht mehr offen. Das, aber ja, hier zum hier rüberkommen von der Flagge zu der Flagge ist es hier schon ganz nice. Mehr Deckung ist hier jetzt, glaube ich, nicht, oder? Sind diese Hügel hier so ein bisschen gehügelt, dass die als Deckung gelten? Aber ich glaube nicht. Ich glaube aber, es hat sich von den Karten her nichts geändert, beziehungsweise noch nichts geändert. Ich glaube, da soll oder sollte was kommen. Oh Gott. Gelasert. Oh, ist einer ausgestiegen? Auch? Man muss wirklich die Waffen immer noch durchtappen. Man sollte nicht gedrückt halten. Ich glaube, hier hat sich auch nichts geändert. Mir fällt jetzt zumindest nichts auf. Naja. Okay. Portal. Headhunter, Flashback, Conquest und Gunmaster. Headhunter. Mal gucken, ob ich da überhaupt was finde. Keine Ahnung. Ich suche jetzt einfach mal. Oh, ich habe sofort ein Match gefunden. Nice. Okay, 5 von 128 in der Lobby. Start in 12 Sekunden. Alter Aden, was ist das denn? Ach, das ist sowas Altes. Was habe ich denn jetzt hier? Hä? Ey, ich bin auch alleine mit hier 6 anderen. Ich bin sehr verwirrt. Okay, Headhunter. Auf dem Oberkörper macht man weniger Schaden, auf dem Kopf macht man mehr Schaden. Aber das hier... Nee, ich spiele doch jetzt nicht gegen 6 andere Leute hier. Man muss halt komplett auf Headshots gehen. Ja, ich glaube, hier muss man einen Sniper spielen, der snipet auch da hinten. Aber wenn er keinen Headshot macht, der hat mir nur 15 Schaden abgezogen und ich heile jetzt einfach wieder. Weil er keinen Headshot gemacht hat. Ja, ist ganz lustig. Also wenn der Server knackig voll wäre, dann wäre das bestimmt lustig. Und man könnte bestimmt auch richtig geil snipen. So für 2-3 Runden zwischendurch. Kann ich mir das schon vorstellen. Und wird belohnt. Was war das jetzt? Ah, er hat gesniped, okay. Ja, ist eigentlich ganz cool. Haben wir hier mal eine Sniper kurz mit? Ist halt jetzt hier auf das Setting beschränkt. Das ist dann wieder halt so eine andere Sache. Ja, Sniper ist Headshot One-Shot. Ja, und das ist dann halt ein bisschen OP. Also, was heißt OP? Ist, ne? Das ist dann halt sehr stark. Also, wenn, dann sollte man hier, glaube ich, snipen. So. Oh. No Scope. Na. Geil. Geil. Boah, die Musik. Ja, aber ich höre halt jetzt nichts mehr. Ist einfach richtig laute Musik gerade. Warte mal, ist das hier die K98? Ohne. Ah, sie ist weg. Ich wollte sie mit Scope. Also, ich. Was? Ich habe gewonnen? Okay, ich hab's nicht verstanden. Es hat Spaß gemacht. Das spielt man jetzt halt nicht Stunden am Stück, sondern so 2-3 Runden. Hab ja auch Sachen freigeschaltet, okay. Headhunter, lustig. Gunmaster, kennt man, aber ich will trotzdem mal reingucken. Ja, das ist Nummer 1. Hinten schießt es auch. Oh, die Karte ist halt riesig dafür, dass hier so wenig Spieler drauf sind. Nummer 2. Nummer 3. Macht halt Bock. Es macht Bock. Macht Spaß. Ich mag Waffenmeister. Hier drin läuft auch noch einer. Nummer 4. Hier kommt auch noch einer.
Nummer 5. Jetzt bin ich wahrscheinlich tot, weil da auch noch einer kommt. Wenn ich mich aufheilen muss. Der hat mich nicht gesehen. Okay. Nice. Jetzt habe ich eine Shotgun. Okay, habe ich. Ah, na, oh, ich war doch drin. Bin direkt auf Platz 1, habe ich mich gekämpft. Let's go. Was gibt's hier für Sachen von der Community? Das hier hätte eigentlich das riesengroße Ding sein können. Also Sachen wie TDM, Noscher-Kanäle, 24-7 hier, zieht natürlich immer. Hier halt auf den alten Karten, Kaspische Grenze, Hardcore, Noscher-Kanäle, Eroberung. TDM auf den neuen Karten gibt's hier. Und das ist es dann. Noscher-Kanäle, TDM, 24-7. Server ist gefüllt, war jetzt auch nicht anders zu erwarten. Und dann baller ich jetzt hier ein bisschen noch. Oh, da oben. Habe ich. Da läuft noch einer. Boah, MP9 macht Spaß. Nehme ich. Oh, da war noch einer. Da nicht, aber hier kommt er vielleicht. Ja. Bin ich tot jetzt? Dann kann ich mich auch mit meiner Spritze heilen. Perfekt, geil. Jetzt sind sie... Da ist noch einer. Oh, das war knapp. Und er kriegt hier eine Wiederbelebung rein. Und oh mein Gott. Sind hier aber auch auf Zack, die Gegner? Die sind hier sehr auf Zack. Er spielt Shotgun, ja, okay. Aber irgendwie finde ich es trotzdem komisch, das hier so extra in Portal zu spielen über einen eigen erstellten Server. Und dass es nicht einfach als Neuauflage, als ganz normale Karte für 2042 gekommen ist. Im Hauptspiel halt drin. Und nicht so umständlich. Das wäre irgendwie... Finde ich rein vom Feeling her irgendwie cooler. Aber vielleicht bin auch nur ich das. Ich will mich hier gar nicht großartig beschweren jetzt. Oh, warte mal. Nehmen wir mal das hier. Oh, ich habe die Armbrust aufgehoben. Boah! Ja, es macht halt Bock. Macht halt einfach Spaß. Zack. Das macht halt einfach Spaß. Einfach Noscher-Kanäle, einfach ein bisschen schießen und ballern, Spaß haben. So. Ach, ich habe die Armbrust ja noch gar nicht freigeschaltet. Ja, okay, das ist jetzt ärgerlich. Dann nehme ich die mal mit zur Abwechslung. Die muss mir erst freischalten. Oh. Nicht hier. Oh, Gott. Okay, komme ich von hier? Das hier ist einfach immer noch verbuggt. Oh, und die Runde ist vorbei. Oh, egal, noch eine. Ich sehe das hier halt... Ich sehe das hier halt gerade aus der Sicht von mir, der dieses Spiel seit 7, 8 Monaten nicht gespielt hat. Und sich eigentlich nichts neu anfühlt. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, ich habe jetzt auch nicht unbedingt großartig was anderes erwartet. Weil wir wissen ja alle, was Neues. Ja, neu ist halt die eine Karte und die zwei Waffen. Und ja, wie gesagt, deswegen, das wissen wir, deswegen habe ich jetzt auch nicht unbedingt was anderes erwartet. Ich spiele dieses Spiel seit 7, 8 Monaten zum ersten Mal wieder und es hat sich nichts verändert. Ich starte nicht das Spiel und es gibt 36 neue Waffen und 7 neue Karten und 9 neue Gadgets und Map-Updates, dass die Karten anders aussehen und viel mehr Deckung haben beispielsweise. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht großartig was anderes erwartet. Gar nicht. Aber das ist mir jetzt, wo ich es nochmal... Aber das ist mir jetzt halt während dem Spielen hier nochmal in den Sinn gekommen. Denn das alles hier kenne ich halt, ne? Und es muss jetzt auch nicht immer unbedingt was neu sein und so weiter. Aber das Ding ist, auf der anderen Seite, Battlefield 2042 bietet jetzt auch nicht unbedingt Dinge zum Grinden. Wisst ihr, was ich meine? Kann mir nicht irgendwelche Waffen großartig hochspielen oder irgendwas... Ich habe beide bekommen. Wie denn das? Irgendwie gibt mir Battlefield 2042 nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwelche Sachen zum Grinden habe. Wisst ihr, was ich meine? Ich werde hier nur ständig von der 12 im Auto geholt. Irgendeine Autoshotgun, die Leute hier auf Noscher-Kanäle ordentlich spielen. Was ist denn los mit den Leuten? Hallo? Ich nehme das Ding jetzt auch mit. Ich bin auf dem Kran. Perfekt. Und rein hier. Ach du Kacke, ist das Teil overpowered. Ach du... Deswegen spielen die alle. Das ist ja komplett verrückt. Das ist ja komplett verrückt. Ah. Oh mein Gott. Das ist ja komplett verrückt. Ja, ich weiß auf jeden Fall, warum die alle spielen. Da, hab ich Hitmarker bekommen? Haben das Magazin. Das Magazin ist auch so riesig einfach. Ich habe keine Chance. Ich rutsche hier einfach um und wenn einer steht... Oh mein Gott. Warum ist sowas so overpowered? Ich meine, ist ja nicht so, dass es hier 200 verschiedene Waffen gibt in dem Spiel. Guckt euch das an! Das ist... Hier liegen auch überall diese Bälle rum.
Komm weg damit. Oh, wir haben gewonnen. Nice. Ja, was soll ich sagen? Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das ist Battlefield 2042. So ist Battlefield 2042 jetzt wirklich. Das Ding ist halt, es ist halt absolut gar nichts neu. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich alles schon kenne, was in diesem Spiel vorhanden ist. Und ich alles gesehen habe, was in diesem Spiel vorhanden ist. Und ja, es ist halt auch irgendwie so, das, was neu ist, ist so wenig, dass es schon gar nicht mehr neu ist. Leute, was haltet ihr davon? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, auch gerne einen Daumen nach oben. Freue ich mich sehr drüber. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Haut rein und tschüss.